Da waren auch wir überrascht, als wir Anastasia im Hotel Radisson in Köln zum Interview treffen. Denn die 55-Jährige hat männliche Begleitung dabei. You ready? You want to go to an interview? Let's go. Let's go. This way. Come on. Hey, get in here. Whee! Anastasia hat ihren kleinen Liebling mitgebracht. Dude, that's Brody. Ist das Brody? Oh mein Gott, hallo. Ich habe ihn auf Instagram gesehen. Er ist so süß. Ja, er bekommt sehr viel mehr Presse als ich. Die Sängerin promotet aktuell ihr neues Album und ist super aufgeregt, weil es sowas noch nie gegeben hat. Auf Our Songs covert sie verschiedene Hits von einigen der bekanntesten deutschen Künstler. Auf ihre Weise und auf Englisch. Darunter Tage wie diese von den Toten Hosen. An Tagen wie dass Anastasia ihn covert, war Campinos persönlicher Wunsch. Und ich dachte, oh mein Gott, ich darf diesen Song singen und ich hoffe, er mag ihn. Und mag er ihn? Nein, er mag ihn nicht und er ist nicht auf dem Album, aber ich habe ihn trotzdem draufgetan. Nein, natürlich mochte er ihn. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, sie hat einen guten Job gemacht. Er war wirklich glücklich damit und meinte tatsächlich, sie singt ihn besser als ich. Anastasia fühlt sich seit vielen Jahren eng mit Deutschland verbunden. Hier beginnt für sie alles, Anfang der 2000er, mit Songs wie diesem. Und ihre Liebe zu Deutschland wird noch stärker, als sie 2005 mit dem deutschen MTV-Moderator Patrice zusammenkommt. 16 Monate sind die beiden ein Paar. Während ihrer Recherche nach deutschen Hits für ihr neues Album ist Anastasia natürlich auch nicht an Johannes Oerding vorbeigekommen. Ich meinte nur, wie kann es sein, dass ich nicht wusste, dass dieser Song existiert? Mein Song! Und dann war ich hin und weg und sehr aufgeregt, ihn zu übersetzen. Persönlich hat sie Johannes Oerding noch nie getroffen, deswegen haben wir eine kleine Überraschung für sie. Hey Anastasia, this is Johannes and I'm so honored that you've chosen my song. It's Johannes. It's Johannes. Your own version out of it. It's a pleasure to hear your voice. What? Oh my God, dude. We made it. High five. High five. Die Überraschung scheint geglückt. Anastasia ist happy, Brody ist happy und wir gespannt, ob wirklich irgendwann Anastasia und Johannes Oerding gemeinsam auf der Bühne stehen.